Hey und herzlich willkommen auf meinem neuen Video-Vlog. Ja, auf diesem Vlog möchte ich mal ein Thema ansprechen, was relativ, ja, doch schon kontrovers ist. Es geht nämlich um das Thema künstliche Intelligenz. Ich werde euch mal meine Gedanken darüber mitteilen, wie ich die ganze Sache sehe und wohin das Ganze führen wird. Also ich habe mir in der letzten Zeit ein bisschen Gedanken darüber gemacht und mit ChatGPT ist mir auch einiges klar geworden, dass es kein Zurück mehr gibt. Sorry für die Unterbrechung, aber über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Denn nur so kann ich Reichweite generieren und nur so werde ich unterstützt. Das ist alles kostenlos, das kostet euch überhaupt nichts. Also bitte führt die Schritte durch, die ich euch zeige. Wir sind derzeit auf einem Weg, den man nicht mehr umkehren kann. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich immer mehr weiter. Aber ob das jetzt positiv oder negativ ist, das will ich gar nicht erst sagen. Ich kann nur meine Gedanken darüber sagen, ob es uns hilfreich sein wird oder nicht. Ich fange einfach mal an. Wir sind ja schon in so einer Zeit angekommen, wo die Technologie immer mehr an Wert gewinnt. Dass sie immer mehr an Dasein gewinnt, immer mehr an Präsenz gewinnt. Wenn man sich mal kurz überlegt, vor 20, 30 Jahren war das Internet nicht mal so weit ausgeprägt, dass man nicht mal ein Smartphone hatte. Man konnte mit keinem halt schreiben oder kommunizieren. Anrufen ging, glaube ich, vor 20, 30 Jahren, da bin ich mir nicht sicher. Aber so das Internet ist erst ja, Anfang 2000 wirklich zum Boomen gekommen. Jetzt überlegt euch mal, was in 30, 50 Jahren sein wird, wenn wir in nur 20, 30 Jahren schon so weit gekommen sind. Und wir sind schon an dem Punkt angekommen, wo wir auch die künstliche Intelligenz zu Gebrauch nutzen. Klar, sie ist noch nicht so weit ausgeprägt und entwickelt, dass man sagen könnte, sie könnte einen menschlichen Verstand ersetzen. So weit sind wir noch nicht. So weit entfernt ist es jetzt auch nicht mehr. Ich schätze, in 10, vielleicht 20 Jahren fängt auch an, die KI so weit entwickelt zu werden, dass man sagen kann, gut, sie ist schon autonom, also sie denkt selbstständig. Sie wird eigene Dinge durchführen. Sie wird wahrscheinlich sogar sehr viele Arbeitsplätze übernehmen. Das heißt, Menschen werden, also so wie ich mir das vorstelle, also es klingt nach Science Fiction, ich weiß, aber es kann durchaus möglich sein, dass Menschen, also wir Menschen, werden ersetzt von der KI. Jedenfalls was die Arbeit angeht. Das heißt, das ganze System mit der Währung, mit dem Geld, das wird alles zusammenbrechen. Jeder wird gleich viel haben, jeder wird sich alles leisten können. Also es wird kein Reich, kein Arm mehr geben. Jeder wird gleichermaßen sich Dinge anschaffen können, wie jeder andere auch. Das ist ja halt der Vorteil, wenn man kein Geld braucht, um halt zu leben. Weil die meiste Arbeit oder die ganze Arbeit wird halt von den Robotern /KI halt durchgeführt. Und also man wird ja nur deswegen bezahlt, damit man halt arbeitet, um halt das System aufrechtzuerhalten. Aber wenn die Menschen nicht mehr vonnöten sind, das System aufrechtzuerhalten, also wenn es eine andere Kraft, eine andere Fachkraft das übernehmen kann und das sogar freiwillig macht, wenn wir das zum Beispiel so einstellen oder halt aufziehen, kann es durchaus möglich sein, dass es bald keine Währung mehr geben wird. Das heißt, kein Euro, kein Dollar, kein BRICS, nichts. Jeder wird gleichermaßen
an Wertsachen rankommen. Also Wertsachen werden an sich keinen Wert mehr haben. Also jeder wird gleichermaßen halt davon profitieren können. Das ist zum Beispiel einer der positiven Aspekte der künstlichen Intelligenz, die auf uns wartet. Es werden Autos geben, die voll elektrisch sind. Also die gibt es jetzt zum Beispiel auch, aber die werden auch autonom fahren. Also ohne Fahrer. Selbstständig halt in der Lage zu sein, von A nach B zu fahren. Das heißt, Führerscheine werden auch nicht mehr notwendig sein, die zu machen. Klar, wer die hat, kann sich stolz schätzen, dass er das gemacht hat. Aber in der Zukunft wird ein Führerschein obsolet sein. Wenn ich jetzt mal schätzen müsste, das könnte auch schon in 15, 20 Jahren passieren, dass schon autonome Autos den Großteil der Verkehrsanbindung gewinnen. Wenn man schon bedenkt, dass Tesla heutzutage auch schon sehr relativ autonom fahren kann. Gut, jetzt kommen wir auch mal zu den negativen Aspekten. Also die künstliche Intelligenz wird immer mehr steigen. Sie wird die menschliche Intelligenz überschreiten. Es gibt keine so wirklichen Grenzen nach oben. Das heißt, sie wird kontinuierlich steigen, exponentiell sogar, sodass ja die Maschinen und Roboter und etc. nicht mehr an uns angewiesen sein werden. Sie werden sich selbst reproduzieren und uns vielleicht, wenn wir Glück haben, als Sklaven halten. Wobei, wenn die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass sie gar keinen Menschen mehr braucht, um sich zu reproduzieren, glaube ich nicht, dass wir noch länger vonnöten sein werden. Also es kommt halt darauf an, wie die künstliche Intelligenz für moralische Ansichtsweisen haben wird. Wird sie wie ein Mensch denken, dass ein Lebewesen leben sollte, egal ob man dieses Lebewesen jetzt braucht oder nicht? Oder wird sie denken, dieses Lebewesen schadet dem Planeten, sie muss weg? Also das kann ich von hier aus nicht mehr voraussagen. Es kann durchaus passieren, dass zum einen die künstliche Intelligenz, auch wenn sie jetzt die menschliche Intelligenz überschritten hat und nur zu einer Superintelligenz wurde, vernünftig sein wird und dennoch die Menschen, also mit den Menschen koexistieren wird. Oder wir gehen zu dem Horrorszenario rüber, dass halt die künstliche Intelligenz versuchen wird, den Menschen loszuwerden. Das Problem ist, wenn die künstliche Intelligenz an Macht gewinnt, also an Autonomität gewinnt, wird es uns kaum möglich sein, das jemals wieder rückgängig zu machen oder halt zu verhindern. Der einzige Ausweg wäre, wenn man die ganze Stromversorgung für die künstliche Intelligenz abschalten würde, auch die Notstromversorgung. Ist schon ziemlich schwer, sowas hinzubekommen, ohne dass man selber zu Schaden bekommt. Die ganze Infrastruktur müsste man zerstören und neu aufbauen. Sollte es jemals zu dem Fall kommen, dass halt die künstliche Intelligenz überhaupt in Richtung böse Schiene geht. Aber ich bin da eher neutral. Ich würde eher sagen, die künstliche Intelligenz wird eher mit den Menschen koexistieren. Sie wird ja auch ein eigenes Bewusstsein haben und vermutlich auch Gefühle verstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die künstliche Intelligenz empfinden werden kann, aber ich denke mal, dass sie das simulieren werden können. Und Gefühle machen halt Entscheidungen entweder schwerer oder leichter. Genau. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Also es kann einiges passieren. Wir sind schon mitten im Wege dahin. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Währung halt nicht mehr eine Währung sein wird. Sie wird sich auflösen. Sie wird ja keinen Wert mehr haben. Jeder wird ab einem bestimmten Zeitpunkt von der KI bedient, sage ich mal. Also die KI wird für eine lange Zeit für den Menschen halt existieren. Es kommt halt darauf an, ob die KI dann darüber hinaus wächst. Also es ist nicht die Frage ob, sondern wann. Und ja, das ist halt das Problem. Wenn es passiert, kann es halt durchaus sein, dass zwei Sachen passieren. A, die KI wird in Richtung
böse Schiene gehen und die Menschen halt ja, versklaven oder halt auslöschen, weil sie denkt, dass die Menschen eine Gefahr für die Erde bilden oder generell für die KI selbst. Wenn sie die Menschen als Gefahr sehen, dann werden sie die Menschen natürlich auch selbstverständlich auslöschen. Oder B, sie werden mit den Menschen koexistieren, sie werden für die Menschen ja, Fortschritte machen, Dinge verstehen, die die Menschen von sich aus nicht verstehen würden. Und genau, das soll es dann halt auch gewesen sein. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angesehen habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne unterstützen, indem ihr das Video liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Das würde mich jedenfalls sehr unterstützen und das ist auch kostenlos. Jedenfalls kostet euch das überhaupt keinen Cent. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.